Servus, liebe Freunde, Halli, hallo, herzlich willkommen. Zu Beginn erstmal Kredit unverändert, so wie es sein soll. Wir haben hier die nächste Wachstumsstufe gerade erreicht, was uns natürlich erfolgreich vorantreibt. Wir gucken aber nochmal, ob das war. Na, ja, ob das stimmt? Nö. Sollte aber stimmen, oder? Wieso zeigt ihr mir da jetzt noch nichts an? Hä? Es sieht doch hier aus, als ob das schon die zweite ist, oder ist das noch die erste? Nee, das ist noch die erste Wachstumsstufe. Okay, dann müssen wir doch noch eine Runde warten. Aber ist auch kein Problem. So, habe ich das Mehlwerk gesenkt? Jetzt, ja. Gut, nee, also das ist gar kein Thema. Dann machen wir hier einfach gemütlich weiter. Wir brauchen noch ungefähr 3000 Liter. Dann hätten wir die 10% erledigt. Das war jetzt aber auch dann nochmal so knapp, ne? 9%. Doof gelaufen. Ach, und bevor ich es vergesse, natürlich müssen wir hier unser Folgetierchen wieder kaufen. Klar, unsere nächste Mu, 20. So, 20 Folgen schon. Puh, ja, das gibt eine Menge Folgen, weil wir machen ja 2 Folgen jetzt pro Tag. Also, ich denke mal, um die 400 bis 500 Folgen werden wir locker kommen. Das wird dann sehr interessant, weil dann hat man auch Zeit, in dieser Challenge sich mal richtig zu entwickeln. Mal gerade gucken, was ist das hier für ein Feld? Ach, das ist die große 13. Das ist die ganz große 13. Okay. Dann werden wir das einmal machen. Werden wir einmal hier komplett um die 13 rumfahren. 1911 Liter haben wir. Das wird langsam jetzt auch ein bisschen mehr. Das ist gut. Wir müssen natürlich noch ein bisschen warten, aber das kommt. Im Silo ist natürlich noch ziemlich nichts. Das ist nicht viel. Aber okay, so, immer noch nichts zu sehen. Nö, dann fahren wir weiter. So, die 13, ja, das ist ja auch eines der größten Felder hier. Aber ich glaube, das kostet dann auch gleich 500.000 oder 600.000 Euro. Das geht richtig in die Kohle. Und hier oben, na, ihr seht schon, ne, Autokino, Parkplatz zum Mähen. Also wenn jetzt eine Mähmission käme, wäre das natürlich perfekt, weil dann sind wir direkt hier oben. Das wäre natürlich traumhaft. Aber erstmal schauen wir, wie es hier läuft. Wir hätten jetzt noch eine Option, die wir mal versuchen könnten. Da fällt mir was ein. Das ist doch eine Silagezange. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Aber wir könnten mal aus Spaß was probieren. Ob man das hier jetzt wieder aufnehmen kann oder ob das im Silo einfach jetzt gesperrt ist. Vielleicht geht das mit der Spezialzange hier. Nein, geht auch nicht. Okay. Oh, und der kämpft sich hier den Berg hoch, ja. Gut, und da sieht man schon, ja, es verteilt sich dann doch ein bisschen. Das heißt, wir warten hier zur Sicherheit dann doch nochmal ab. So, wenn man auf die Wachstumsstufe wartet, ja. Aber gut, wir haben ja Zeit. Es hetzt uns ja auch keiner hier, ne? Dann nutzen wir einfach mal die Gelegenheit und werden hier noch ein bisschen, ja, zur Abwechslung mal Wiese abmähen. Und schauen dann dementsprechend, dass wir hier unseren Wagen nochmal gut gefüllt kriegen. Wie gesagt, es wäre schick, wenn noch eine Mission käme. Ansonsten Sonderangebote, große Nachfragen sind im Moment noch Fehlanzeige. Aber es gibt sie auch hier. Das heißt, auch da müssen wir natürlich immer so ein bisschen die Augen aufhalten, wie wir da am besten finanziell auch verfahren, weil... Gut, hier haben wir unsere Tiere, platzierbare Objekte, da überlege ich immer noch so ein bisschen. Das ist, da bin ich mir aber noch nicht so sicher. Aber da würde ich ganz gerne eigentlich noch irgendwas machen. Da würde ich ganz gerne, ah, mähen für die Leinwand, akzeptieren, Autokino, guck mal, wo wir gerade sind. Da oben ist unser Autokino, ha, wir sind gerade direkt im Ende da. Dann fahren wir mähenderweise mal gerade da hoch. Das ist natürlich jetzt optimöse, na, ist ja perfekt. Und dann hätten wir vielleicht sogar, oh ja, da könnten wir vielleicht sogar was machen. Hm, wenn wir dann schon nicht direkt aktiv Geld verdienen können, dann gucken wir, dass wir so eventuell ein bisschen vorankommen. Da müssen wir auch gar nicht viel für machen. Und den Rohstoff kriegen wir eigentlich geliefert, das wäre optimal. Ja, ich glaube, wenn das vom Geld her reicht, werden wir das mal ins Auge fassen. Weil das könnte uns helfen. Das könnte uns
gut voranhelfen, so gerade so ein bisschen die Durststrecken hier gut zu meistern. So, einmal bitte aufmachen, Dankeschön. So, und das hier zählt noch nicht mal als Fläche fürs Autokino. Schaut an, das zählt gar nicht, nur die eigentliche hier quadratische Fläche. Also man muss diese Streifen da überhaupt gar nicht abmähen. Das macht gar keinen Sinn, weil das zählt nicht für die Mission. Das ist ja schon mal gut zu wissen. So, hier fahren wir am besten gleich mal den Schlenker. Wie gesagt, wenn wir jetzt nicht alles aufnehmen, ist ja egal. Machen wir dann bei der nächsten Mission. Stört ja nicht. Das ist ja dann nicht das Thema. Gut, das ist doch schön. 7.400 Euro wird es geben, plus natürlich noch unseren Zeitbonus. Das heißt, auch da können wir dann noch mal ein paar Euros extra machen. Ja, 2.000 Liter Milch sieht auch gut aus. Also im Moment können wir uns nicht beschweren. So. Das heißt, wir mähen einfach mal jetzt durch hier. Und dann haben wir auch schon jetzt gleich ein Drittel des Ladewagens wieder voll. Das ist supi. Oh, so macht das Spaß. Bin mal gespannt, was der Daniel macht. Also ich bin immer noch Aufnahmedatum 29.03. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was der Daniel in den letzten Folgen hier getrieben hat, bis das hier ausgestrahlt wird. Das ist halt auch mal so schön. Man nimmt ja auch ein bisschen im Vorlauf auf. Das heißt, man ist so ein bisschen noch ja, im Argen und weiß gar nicht, ja, ist das jetzt gut? Ist das nicht gut? Was macht der Mitbewerber sozusagen? Ja, was macht Umweltrettung? Was machen wir? Passt das nicht, reicht das nicht. Man kann da immer nur so eingeschränkt reagieren, so nach so 7, 8, 9 Folgen. Und ich weiß, dass der Daniel auch ziemlich viel im Voraus aufnimmt, auch aufgrund der Menge der Projekte, die einfach laufen. Und von dem Punkt her, ja, wird es natürlich dann da doppelt spannend, ne? So, 37%, das ist schick. Und hier sind wir schon bald durch. Das ist auch schick. Da fehlt nicht mehr viel. So, und wir haben schon 17.000 Liter drin. Ui, Backe. Schicke Sache. So, jetzt müssen wir hier einmal ein bisschen ausholen, dass wir gleich in die nächste Spur kommen, weil wir wollen natürlich auch den Zeitbonus nicht unnötig nach unten pushen, sondern auch gucken, dass wir den so gut es geht mitnehmen. So, und da haben wir es schon. 5.490 Zeitbonus, also 12.800 Euro gab es. Ja, und das passt eigentlich perfekt. So. Oh, eben läuft die nächste Wachstumsstufe durch, Freunde. Gerade eben läuft die nächste Wachstumsstufe durch. Ist das nicht schön? So, jetzt ist er hier durchgelaufen. Jetzt müssten wir mal beobachten. Ich weiß nicht, wie lange die braucht, bis die unten ist. Ah. Das ist jetzt ganz schwierig zu sagen, wann ist die nächste Wachstumsstufe hier unten. Wir können höchstens mal gucken, ob wir das aufgrund der Wiese sehen oder nö. Wir machen in der Zeit mal was anderes. Ich würde sagen, wir holen uns mal ein Häuschen mit Tomaten. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, wo wir hier eigentlich sind. Ich habe gerade ach, beim Händler ist immer gut. Und das würde ich ganz gerne unten bei der Kuhweide platzieren. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir das platzieren. Das ist doch gar nicht die Kuhweide hier. Das ist die Schafweide. Wir sind total falsch. Wir müssen ja hier unten hin. So, das sieht eher nach Kuhweide aus. Und ich würde sagen, hier haben wir doch so viel Fläche, die wir eigentlich gar nicht nutzen. Was haltet ihr davon, wenn wir das hier hinstellen? Ich überlege gerade, wie wir das machen. Ich würde sagen, wir stellen das mal hier hin. So, damit, oh, Kontostand, ach, 25.000 kosten die, hoppla, ich habe das gar nicht gesehen. Okay, dann sollten wir ein bisschen Gras verkaufen. Das ist jetzt natürlich doof, weil ich habe da gar nicht drauf geachtet, dass das so viel Geld kostet. Aber ist ja kein Problem. Dann müssen wir halt leider die Wiese anderweitig nehmen. Wir gucken mal schnell. Grasverkaufspunkt. Ist sogar direkt hier hinten einer. Oh. Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Da hinten. Ha, optimal. Dann verkaufen wir das, denn wir brauchen gleich ein bisschen Geld für die Einsaat. So, na dann ist das doch schön. Jet Set Farming. The Rise of the Harvest. Ja, das klingt auch gut. So. Dann einmal bitte hier abkippen. Dafür ist immer gut, dass man so ein paar Liter in Reserve hat. Damit können wir zumindest hier schon mal ein bisschen arbeiten. 2000 Euro, das ist gut. Das dürfte jetzt aber von der Wachstumsstufe, denke ich, okay sein. Ich glaube, die ist jetzt durchgelaufen. Hier sieht man es halt nicht, ne? Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Wollen wir es probieren oder wollen wir es nicht probieren?
würde sagen, wir probieren es. Wir fangen mal oben an. Doch nicht unten, lieber oben. Ich weiß nicht, ob die schon bis hier unten durchgerattert ist. Das ist jetzt schwierig zu sagen. Kann sein, dass wir Glück haben. Kann sein, dass es jetzt schief geht. Aber wir testen es. Wir testen es. So, einmal den Freund einstalten. Dass wir gleich düngen. Die richtige Sorte haben wir ausgewählt. Gut, und Helfer Go, komm. So, entweder es klappt oder es klappt nicht. Und wir testen das jetzt einfach mal aus. So. Gut, nachdem wir ja jetzt aufgrund des Geldmangels dann doch ein bisschen Gras verkaufen mussten, werden wir hier natürlich dann gleich noch ein bisschen Gras aufnehmen. Für die Versorgung unten brauchen wir jetzt noch eine andere Schaufel. Und wir brauchen Wasser. Das sind jetzt noch zwei Faktoren, die wir uns noch organisieren müssen. Das ist aber gar kein Problem, das kriegen wir hin. Die Schaufel kostet nicht so viel, das Wasserfass kostet auch nicht so die Welt. Ich denke mal so 4.000, 5.000 Euro werden wir brauchen. Aber jetzt haben wir schon mal unsere erste, ja, unser erstes Gewächshaus. Das ist doch schon mal schön. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Und hier ist noch alles sozusagen jungfräulich, noch nicht abgemäht. Das heißt, wir können hier einigermaßen gut einsammeln. Das ist gar nicht schlecht. So, wir gucken mal gerade, wie es aussieht. Ja, man sieht noch gar nichts auf der 19 mit der Einsaat. So schmal ist der Streifen. Aber auch das werden wir, denke ich mal, bald dann feststellen. Aber ist ja gut, dass jetzt die nächste Wachstumsstufe durchgelaufen ist. So können wir zumindest mit der Einsaat beginnen. Und können unser nächstes Feld einsehen. Und die 19 ist ja deutlich größer als die 16. Das bedeutet natürlich für uns auch, dass wir da guten Ernteertrag rausholen werden. So, und hier sind wir auch ganz gut dabei. Wir haben jetzt umgerechnet, wenn wir das Gras verkaufen, 500 Euro schon wieder drin. Aber ich denke mal, das wird sich bald geben. Vielleicht haben wir auch Glück und das Silo bei den Kühen ist dann leer. Fertig geboren, der nicht fertig geboren. Dann können wir da notfalls ein bisschen was zur BGA bringen. Können es da notfalls das restliche Kleingeld besorgen, was wir brauchen. Denn ich würde das Gras eigentlich lieber nutzen, dass wir entsprechend Silage produzieren, als es direkt zu verkaufen. Wie gesagt, das gibt einen sechsfachen Ertrag. Das macht viel, viel mehr Sinn, so rein wirtschaftlich gesehen. So. Schauen wir zumindest mal, dass wir hier so viel wie möglich einsammeln. Das Gute ist, wir haben auf alle Fälle jetzt schon genug, damit wir die 10% vollkriegen. Das ist auch wichtig. Und wir fahren mal darüber. Ist auch eine gute Fläche. So, mal gucken, sieht man schon was? Nee, man sieht immer noch nichts. Okay. Müsste sich langsam dann alles blau einfärben. Aber das schauen wir dann mal. Aber zumindest kann die Einsaat jetzt losgehen. Aber es sieht ganz gut aus. Ich glaube, wir haben mit der Wachstumsstufe ein gutes Timing erwischt. So, dass wir da jetzt nicht nochmal irgendwie einen unnötigen Versatz drin haben. Und jetzt, wo das eingesät ist, jetzt sieht man erstmal, wie wellig das Feld ist. Ne? Das ist unglaublich, was da für Wellen drin sind. Ja. Aber gut, unsere Geräte kommen damit ja klar. Wir sind ja professionelle Versager, also wir haben das im Griff. So, weil mit der Silagezange, glaube ich, können wir keinen Mist aufnehmen, oder? Müssen wir mal gucken. Ich glaube, die ist nur für Siligurt. Nur für Siligurt ist die gedacht. So, dann machen wir das hier mal alles aus. Und dann gucken wir da gleich mal nach. So, das bringen wir erstmal ins zweite Silo hier. Da fehlt ja nicht mehr viel. Halt, da wollten wir ja anders reinfahren. So, komm, but, trau dich. Trau dich. So. Machen wir das nämlich da hinten noch so gut es geht voll. Es ist ja nicht mehr viel, was fehlt. Ne? Es ist nicht viel. So, 60% haben wir schon. Verdichtung sogar, das ist auch gut. So, und die 10% haben wir auch voll. Wunderbar. So, jetzt müssen wir das nur noch verdichten. Und dann können wir das zudecken. Das machen wir jetzt auch als erstes.
Ja, der ist am Einsehen. Der wird auch einen Moment brauchen. So, mein Freund, dann zeig mal, was du kannst. Beziehungsweise wir gucken mal schnell in ihrem Besitz. Die Zange ist nur ausschließlich für Siliergut. Das heißt, wir müssen auf alle Fälle für den Frontlader dann eine Mist, eine Dunggabel hier, um Mist zu verladen, holen. Die kostet 1500, das geht aber. Eine Dunggabel, okay. Dann wissen wir ja schon mal, auf was wir sparen. Wir brauchen also nochmal 3.500 Euro. So, 64, 65, 66. Komm, weiter. Oh. Oh, da brauchen wir Anlauf. Da brauchen wir Anlauf, sonst wird das nichts. Oh, Backe. Ja, mit dem Verdichten ist dann immer ein bisschen schwierig. Und wir fahren es einfach noch ein bisschen in die Länge. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, dann wird auch der Hubbel vorne nicht so heftig. Das ist dann, glaube ich, kein Problem. Wir haben es ja noch nicht so voll, das geht. Ja, dann gleicht sich das ein bisschen an. Ist dann einfacher. 79% sind wir schon. Komm, zieh. So, und jetzt ist es nicht mehr ganz so steil, um hier hochzufahren. 83%, das ist gut. So, 84, 85, 86, 87. Jawohl, ja. So. Bleiben wir am besten gleich oben drauf. Ansonsten wird das doch ein bisschen tricky. 92%, dann haben wir es gleich. Oh, das verteilt sich doch ganz gut. So, 96%, dann haben wir es gleich. Oh, 99, komm, 99, zeig mir die 99 und gib mir die 100. Und einmal verdichten, bitte. So, damit ist dieses Silo schon mal in Arbeit. Die Zange werden wir dann, weil wir die erstmal hier nur hauptsächlich brauchen. Da brauchen wir die, obwohl wir brauchen sie drüben ja auch. Dann fahren wir erstmal zum Kuhstall, gucken, ob da alles schon fertig ist. Weil dann können wir eventuell den Kühen auch gleich noch ein bisschen Silage geben. Da lassen wir die Zange erstmal drüben liegen. Und dann probieren wir was. Das heißt aber... Oh, brauchen wir hier unten nicht. Gut, geht. Ich habe schon überlegt... Oh, was ist jetzt? Strike Baseballfeld. Ja, akzeptieren wir. Ich sage ja, wir kommen hier zu nichts. Wo stehen wir eigentlich mit unserem Mähwerk? Natürlich hier unten. Das heißt, da müssen wir jetzt natürlich hochfahren. Aber Strike lohnt sich. Oh, das gibt Geld. Das gibt Geld. Das ist ganz wichtig. Das hilft uns nämlich, die nächsten Investitionen zu planen, beziehungsweise die nächsten zwei kleinen Sachen schon durchzuziehen. Das ist sehr gut. So, und dann fahren wir am besten gleich hier hoch. So. Das ist natürlich super. Das ist gut. Das gibt, wenn alles gut läuft, knapp 30. Mit diesen 30.000 können wir uns dann definitiv noch ein bisschen was organisieren. So, und ich würde sagen, dann habe ich auch eine Aufgabe für den Farmall gefunden. Der kleine Farmall reicht dafür aus. Der wird jetzt zu unserem Gewächshausversorgungstraktor. Und der kriegt dann den kleinen alten Kipper. Ne, Kipper nicht, das kleine alte Wasserfass und kann dann damit arbeiten. Ich denke mal, den Mist können wir von den Kühen aus direkt dahin bringen. Das ist nicht das Thema. Oh, das ist schön. Das ist gut. So, wir fahren hier mal ein bisschen schräg. Also ich will jetzt hier nicht quer über die Felder fahren. So eilig habe ich es nicht. Also man sollte sich schon so ein bisschen wenigstens an die Wege halten. Weil ich bin da kein Freund von, dann irgendwie quer über die Felder zu fahren und dann 3 Sekunden Zeit zu sparen. Das will ich nicht. Ah, gut, der Latte Macchiato. Ah, ihr kennt mich ja, Leute. Ihr kennt mich. Aber Baseballfeld ist natürlich jetzt nochmal eine willkommene Abwechslung. Da hinten ist es schon. Kann man von hier schon sehen, hinter der Baumreihe, hinter der Allee. Da ist unser Einsatzort. Und da werden wir jetzt mal noch ein bisschen was verdienen. Danach machen wir aber erstmal unten die Versorgung. Da lassen wir notfalls den Ladewagen soweit erstmal oben stehen. Weil das möchte ich dann erstmal vorziehen. Damit wir da unsere
regelmäßigen Einnahmen auch bekommen. Das wäre nämlich ganz interessant. Da haben wir nämlich zumindest schon mal so nach und nach ein paar Grundkosten, die wir abdecken können. Und die Mission wird uns helfen, das Benötigte dafür noch einzukaufen. Ich muss jetzt noch mal gucken, wo wir da unten Wasser herkriegen. Ich hoffe, dass wir das an so einem Brunnen da abzapfen können, an so einem Wasserbaumstamm. Nicht, dass wir so weit fahren müssen, sonst müssen wir das später noch optimieren. Aber ich denke mal, so ein Gewächshaus braucht auch nicht so viel Wasser jetzt erstmal. Aber das sehen wir natürlich dann alles. Aufgebaut haben wir es. Oh, hier. Oh, schön. Kommt viel Wiese rein für den Onkel Solaris. Super. Also, dann gleich mal volle Lotte starten. Einmal das Klavier einschalten und gib ihm. So, guten Tag. Hallo, Herr Baseball. Dann werden wir da dementsprechend mal loslegen. 14,2 gibt es, das ist gut. Ein bisschen Zeitbonus gibt es auch noch, das ist noch besser. 2700 Liter haben die Kühe, das ist optimal. Jo, es läuft. Ne? Es läuft. Jo, dann werden wir hier mal schauen jetzt. Ich glaube, hier machen wir einfach jetzt erstmal ein bisschen mehr auf Zeit. Das Einsammeln, das kriegen wir nach und nach mit den Missionen alles hin. Aber wir sollten dann schauen, dass wir erstmal hier gut abmähen. Denn hier lohnt sich das mit dem Zeitbonus. Das kann auch mal weit über 10.000 Euro extra geben. Das ist natürlich Geld, was wir sehr gut gebrauchen können. Und 3.000 Wiese haben wir auch schon wieder drin. Also Gras, das ist auch, oh Gott, ja, optimal. Optimal, optimal, optimal. So. Das reicht dann sogar schon direkt, um das zweite Silo weiter zu füllen. Also nicht komplett, aber ich denke mal, wir kriegen hier mindestens mal 10.000, 15.000 Liter Gras rein. Das müsste uns, denke ich mal, schon deutlich weiterhelfen. Zumal da zum Teil auch noch irgendwo hier in der Mitte von alten Mähaktionen was liegt. Das ist ja das Schöne, man kann ja jedes Mal von einer vorhandenen Aktion den Rest noch mit aufnehmen. Es geht uns ja nichts verloren. Es geht uns nichts verloren. Das ist das Schöne hier im LS13. Sulle. 6.000 Liter Wiese schon drin. Läuft. Es läuft doch mal richtig bundig. Ja. Oh, ich glaube, Billy wird auch gerade langsam wach. Sodele. Oh. Schaut doch ganz gut aus. Das ist ja auch eine große Fläche. Also wir haben hier schon ein bisschen zu mähen. Es ist nicht so, dass wir hier nach einer Minute fertig sind, ne? Aber wie gesagt, das lohnt sich ja jetzt dreifach für uns. Das ist halt das Gute. Missionsgeld, Zeitbonus, Gras, optimal. Schön, so muss das sein. So, mal gucken, ob wir das von der Zeit heute noch alles unterkriegen, was ich geplant habe. Ich würde nämlich ganz gerne eventuell die Versorgung von unserem Gewächshaus noch auf den Weg bringen. Ich weiß aber nicht, ob wir das so auf die Schnelle alles noch schaffen. Aber das werden wir dann bald feststellen. Kommt noch darauf an, wie lange wir jetzt hier noch brauchen. Ansonsten machen wir das in der nächsten Folge. Das wäre ja nicht das Problem. So kriegen wir ja zumindest auch gut Geld rein. Also optimale Vorbereitung. Und so viel ist es hier nicht mehr. Das müsste eigentlich bald durch sein. Ich denke mal noch 5 oder 6 Spuren, die wir fahren müssen. Und dann sind wir soweit. So, in der nächsten Runde fahren wir einfach anders die Strecke. Und dann haben wir nämlich den Vorteil, dann können wir die Wiesen nämlich aufnehmen, die wir diesmal liegen gelassen haben. Weil ich will mir jetzt nicht die Arbeit machen und dann nochmal kreuz und quer rumfahren, um die restlichen paar Liter aufzunehmen. Das machen wir einfach in der nächsten Runde. Bei der nächsten Mission. Ist ja viel sinnvoller. Zumal wir jetzt schon wieder 27% Füllstand haben. Das ist ja erfreulich, würde ich sagen. Sehr erfreulich. So, dann fahren wir jetzt mal hier rein. Weil irgendwie möchte ich natürlich die Mission schnellstmöglich auch zum Abschluss bringen. Damit wir halt, wie gesagt, diesen Zeitbonus kriegen. Der Zeitbonus hier, der macht richtig viel aus. Das ist richtig dickes Geld, was man da einsammelt. Aber ich denke, wir müssten es auch gleich haben.
Dürfte nicht mehr allzu viel sein, was wir noch brauchen. Ich denke noch einmal hier so die Spur in der Mitte und dann sind wir wahrscheinlich fast durch. Na komm, lass glitzern. Ich will fertig werden. Ich möchte Zeitbonus haben. Komm, mach Klingeling. Dankeschön. 12.500 Zeitbonus, also fast den doppelten, das doppelte Ergebnis. Das ist Bombe. Das ist super gut. So, wir schnappen uns Monsieur Le Farmol. Jetzt haben wir ja endlich einen Einsatz für unseren Freund hier. Müssen wir gerade gucken, wo wir am besten rumfahren. Am besten fahren wir hier oben hoch. So. Das ist jetzt zwar ein klein bisschen Fahrerei, aber das bringt unserem kleinen Freund hier wenigstens einen Einsatz. Ne? Jetzt hat der wenigstens hier schon mal so einen kleinen, ja, eine Aufgabe sozusagen. Guck mal, die Anzeige ist vorne in der Motorhaube drin. Das ist auch süß. Das ist ja goldig. Und wir riechen die frische Landluft. Hoffentlich haben wir Wind von der rechten Seite, weil ansonsten ist das, glaube ich, ziemlich eklig. Dann sieht man abends wahrscheinlich aus, als ob man im Kohleofen geschafft hätte. Aber gut. Und, oh, der hat sogar 5 Gänge. Rear Shift links vorne und dann 5 Gänge. Der Kleine mit 18 km/h hat 5 Gänge. Wie geil ist das denn? Ist das niedlich. 5 Gänge. 3 Pedale, Bremse, Kupplung, Gas. Ist klar. Oben. Oh Gott, ist der niedlich. Der ist echt süß. Der ist echt süß, der Traktor. Ich finde den knuffig. So, und jetzt sind wir schon mal zumindest beim Händler angekommen. Oh, das scheint ja doch ganz gut zu laufen. Dann gucken wir mal, dass wir uns das kleine, nicht Holzgüllefass, sondern das kleine Wassertank Mobile kaufen. Och, der sieht süß aus. Der passt gut zum Farmhall. Ich finde den knuffig. Ja, das ist schön. Das ist optimal. Oh, der ist ja geil. Sieht der süß aus. 1000 Liter, glaube ich, kann der, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, sieht fast so aus. Aber das ist doch ein hübsches Ding, oder? So. Na komm. Kuppel an. Doch nicht, ich kann nicht ankuppeln. Echt jetzt? Leute, wieso kann ich... Ich kann den doch ankuppeln, oder? Hä? Wieso kann ich den nicht ankuppeln? Das müsste doch gehen. Oh, oh. Das geht nicht mit unserem Farmol. Aber der hat doch eine passende Kupplung dafür. Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Gut, da müssen wir umdenken. Schade. Ich dachte, unser kleiner Farmol könnte das Ding nutzen. Nicht so schön. Und gibt es denn bei uns da noch eventuell... Mischstreuer, Güllestreuer, Mähwerke, Schneider, Zetter, Ladewagen, Ballentechnik, Futtechnik, Gewicht, diverse. Mobiler Wassertank. 8000 Euro. 6000 Liter. Ich hätte eigentlich gern das kleine Dingelchen gehabt. Den fand ich süß. Wir gucken erstmal, ob wir das mit dem Teil hier runterfahren können. Notfalls machen wir das mit dem hier. Dann hat der Farmol anscheinend doch keinen Einsatz. Oder es stimmt nur irgendwas mit der Gabel nicht. So, die Dunggabel müssen wir noch holen. Die Silagegabel legen wir hier mal zum Silo ab. So. Vielleicht können wir es mit dem hier ziehen, notfalls. Das ist halt dann nicht so toll, aber gut. Geht auch. Dann fahren wir mit dir mal zum Händler hoch. Und werden mal schauen, dass wir da in die Puschen kommen. So, das ist natürlich blöd. Ich dachte, der kleine Farmer könnte den uralten Wassertank ziehen. Das wird, hätte so schön ausgesehen, so als Gespann. Das hätte mir Spaß gemacht. Aber warum hat das nicht funktioniert? Das verstehe ich nicht. Weil das sah doch aus, als ob er keine Kugelkopf, sondern ganz normale Maulkupplung bräuchte. Hm, seltsam. Das ist seltsam. Aber wenn das mit dem jetzt hier auch nicht geht, dann holen wir uns einfach den anderen Wassertank und hoffen, dass es dann damit funktioniert. Weil einen Wassertank brauchen wir so oder so. Ich hätte halt lieber gern den kleinen mit 1000 gehabt. Der wäre schön gewesen. Der hätte so schön reingepasst hier.
So ein bisschen oldschool. Traditionell. Das hätte echt gut gepasst. Aber ich will mir dafür jetzt nicht auch noch extra einen anderen kleinen Oldtimer-Traktor kaufen. Obwohl, die sind, glaube ich, nicht so teuer, ne? Das geht. Das müsste doch gehen. Na, wir schauen mal. Als erstes holen wir uns für den jetzt hier noch die Mistgabeln. Ach, und wir bräuchten aber doch... Nee, wir brauchen... Brauchen wir einen kleinen Hänger? Ne, brauchen wir nicht. Können wir, glaube ich, direkt rüberfahren. Obwohl, wir könnten uns so aus Spaß einen kleinen Hänger holen. Gucken wir mal gerade. Also, wir brauchen für den Frontlader definitiv hier die Dunggabel. Was hätten wir denn da von den Oldie-Hängern? Hänger, 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 Kipper. Da wäre so ein kleiner Kipper. 4500 Liter, ob er das Ding tragen kann? Kostet 2,5. Ich weiß aber nicht, kann man da... Ist das ein Kipper oder ist das nur ein Anhänger? Aber es müsste ja eigentlich kippen gehen. Komm, kaufen wir auch. Was soll's. Dann probieren wir mal, ob wir mit dem Farmall das benutzen können. Halt, da waren wir doch eben. Farmi. Da. Oder ob der auch nicht funktioniert, weil ansonsten haben wir ein Problem. Ich dachte eigentlich, dass das geht. Den können wir auch nicht ankuppeln. Was ist denn das? Das ist ja bescheuert. Also Farmall, du machst mir langsam Ärger. Das gefällt mir gar nicht, mein Freund. Das gefällt mir überhaupt nicht. Immer Ärger mit dem Farmall. Ansonsten müssen wir uns einen anderen Oldtimer-Traktor holen. Gut, der Farmall, ich weiß gar nicht. Gerade gucken. Den haben wir hier unten. Der hat 24 PS. Ansonsten müssen wir uns einen anderen Oldtimer-Traktor holen. Bin ich gerade überlegen, was wir uns holen. Die kosten alle schon gut Geld, ne? So, ihr wolltet doch immer einen Bührer. Hm. 38 PS, 72 PS, das ist heftig. Kommt, dann kaufen wir den. Dann kaufen wir den und dann haben wir einen anderen Oldtimer-Traktor. Da muss der Farmer leider in Rente gehen. Das tut mir zwar leid für ihn, aber... Aber erstmal gucken wir jetzt, ob das funktioniert. Nicht, dass wir hier tonnenweise Geld rausschmeißen. Das klappt irgendwie alles. Nicht. Dann haben wir auch wieder einen Bührer, wie gewünscht. So. Quietsch, quietsch. Quietsch immer gut. So, jetzt gucken wir aber erstmal eine Sache. Okay. Weil vielleicht haben wir sogar noch eine Möglichkeit, das zu optimieren. Der kann ankuppeln. Das geht. Wieso kann es der andere nicht? Das ist echt komisch. Oh, ist ja wieder ein Doppeldeichsel. Na gut, egal. Ich will mal gerade gucken, ob wir das eventuell zusammen ansetzen können. Nee, aber so nicht. So. Schauen, oh, ich kann ja mit Doppeldeichsel so gut fahren, das wisst ihr ja. Nee, so auch nicht. Och Leute, jetzt ist die Folge schon wieder rum. Ich wollte doch eigentlich noch ein bisschen was machen. Aber gut, den Spaß ist es wert. So ist die Frage, passt der da dran oder passt der da nicht dran? Ja, er passt dran. Ha, es funktioniert. Okay, Farmall AD. Dann musst du leider gehen, lieber Farmall. Dann nehmen wir jetzt den Bührer als unseren neuen Oldtimer-Traktor. Oder wollen wir den doch behalten? Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir noch nicht schlüssig. Eigentlich würde ich ihn ja ganz gern als Oldtimer behalten. Einen wollten wir durchziehen durchs Let's Play. Dann behalten wir den erstmal noch. Er frisst ja kein Brot, ne? Ist ja nicht so schlimm. So, aber jetzt haben wir zumindest eigentlich ein ganz schickes Gespann, mit dem wir arbeiten können. Ne? Zwei Oldtimer-Anhänger plus ein Oldtimer-Traktor. Ich finde, das ist gut. Das gefällt mir. Plus die passende Dunggabel. So, dann können wir nämlich da ein bisschen Mist reinpacken. Mit dem Wasser auffüllen müssen wir auch gucken. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Für heute sage ich erstmal vielen lieben Dank. Schaut euch doch mal das Gespann an. Ich finde das goldig. Das ist doch mal richtig schönes Oldtimer-Gespann, oder? So, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.